derzeit bringen die Landwirte das Wintergetreide in die Ernte. Wichtig ist für den Aussaatzeitpunkt, dass sich die Pflanze vor dem Winter noch so weit entwickeln kann, dass sie ihre optimale Frosthärte entfaltet. Deswegen wird das Wintergetreide meist zwischen Mitte September und Mitte Oktober gedrillt. Deutschland hat insgesamt 12 Millionen Hektar Ackerfläche. Zum Vergleich, ein Hektar entspricht in etwa der Größe eines Fußballfeldes. Von dieser Gesamtfläche wird rund die Hälfte mit Getreide bestellt. Ungefähr 3 Millionen Hektar davon sind Winterweizen. Das ist unsere wichtigste Getreideart. Hinzu kommen dann insgesamt noch gut 1 Million Hektar Raps. Das ist unsere wichtigste Ölfrucht. Sommergetreide wird im Frühjahr gesät, sobald die Böden ausreichend abgetrocknet und erwärmt sind. Die Aussaat für den Hafer kann beispielsweise schon Ende Februar beginnen. Für die Sommergerste liegt sie meist in dem Zeitraum von Mitte März bis Mitte April. Der Frost hat zwei Auswirkungen. Eine positive und eine negative. Die positive ist folgende. Das Wintergetreide braucht, um von der vegetativen in die generative Phase zu kommen, eine Kälteperiode. Kurzum, ohne Frost bildet das Wintergetreide keine Ähre aus. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, ob dieses Phänomen nicht mehr funktioniert, wenn die Winter milder werden und möglicherweise der Frost ausbleibt, kann ich Entwarnung geben. Eine kurze Kälteperiode ist bereits ausreichend, um diesen physiologischen Vorgang zu bewirken. Die negative Komponente ist, Wintergetreide kann bei strengem Frost auch verfrieren. Das ist der Grund, warum früher deutlich mehr Sommergetreide angebaut wurde als heute. Heute ist der Anteil von Sommergetreide allerdings nur noch rund 15% der Anbaufläche. Insbesondere durch züchterische Maßnahmen ist die Kältetoleranz der Wintergetreidesorten verbessert worden. Die Aussaat mit Wintergetreide ist weitgehend abgeschlossen. Das Einzige, was derzeit noch fehlt, ist der Weizen, insbesondere nach späträumenden Kulturen wie Zuckerrüben oder aber dem Mais.